Tada! Guck mal, ist das nicht mächtig? Ist der nicht cool geworden bisher? Der schon, ich finde ihn schon richtig, richtig cool. Also was ich jetzt fertig gemacht habe, sind so die Flügel, na, also jetzt alles mehr oder weniger zusammengesetzt. Und was die Feen hier sind, ist jetzt nämlich das Gesicht. Ich habe die Sachen nämlich jetzt schon vorbereitet, dass ich die jetzt Schritt für Schritt rannähen kann. Aber im Großen und Ganzen ist der nämlich so durch. Genau, ich habe die Beine heute nämlich rangemacht, die beiden Arme hatte ich nämlich schon. Die Flügel sind jetzt dran, da ist Draht dran, das heißt, das kann man alles noch biegen und so in die Richtung packen, so wie man das möchte. Und genau, was wir jetzt nämlich machen, ist das Face Shaping hier komplett. Also das sind alles noch Einzelteile, die jetzt gerade mit Stecknadeln da nur festgemacht sind, damit wir, genau, das jetzt gleich festmachen können. Und genau, hier hinten kommt ja noch die Flamme ran. Also, das wird spaßig. Das wird witzig, das ein bisschen rumfilzen. So, okay. Gut.
Da melde ich mich auch wieder zu Wort. Tada! Wie ihr seht, der Glurak ist jetzt fertig. Bin auch sehr froh, dass er fertig geworden ist. Und jetzt seht ihr nochmal ein paar Aufnahmen, wie ich den Ganzen nochmal in die Kamera halte. Das Ganze hat, also das reine Face-Shaping selber hat mehr als 3,5 Stunden gedauert. Dementsprechend habe ich das Ganze, wie ihr seht, vorgespult und dass ihr sozusagen eigentlich mehr oder weniger den ganzen Prozess einmal gesehen habt, aber euch da jetzt nicht 3,5 Stunden das nochmal anschauen müsst. Genau, wir haben die Flamme gefilzt, wir haben die Augen mit Filz geformt und auch angemalt. Ich hatte tatsächlich versucht, eigentlich ursprünglich die Augen auch zu malen komplett. Tatsächlich haben wir uns dann entschieden, damit das Ganze mit Steckköpfen zu machen, was echt super funktioniert und richtig gut aussieht. Also wie gesagt, der ist optisch einfach Bombe geworden. Ich habe sehr lange an dem gesessen. Ich hatte das ganze Projekt schon vor Jahren mal angefangen, immer wieder von vorne angefangen, immer wieder neu gestartet, weil ich teilweise mit der Anleitung nicht gut klar kam, ich teilweise Schwierigkeiten hatte, also zu verstehen, wie man das Ganze zu häkeln hat und wie man das machen muss. Aber schlussendlich bin ich sehr froh, das ganze Projekt endlich jetzt beendet zu haben, euch das Ganze mal vorzustellen, das Ganze auch zu zeigen. Ich danke auch auf jeden Fall ganzen Viewern, die zugeguckt haben. Das hat auf jeden Fall geholfen, das Projekt endlich zu Ende zu bringen nach den diversen Jahren. Und ja, genießt nochmal ein, zwei Blicke auf den guten Glurak. Das steht hier ganz auch bei uns hier auf dem Schreibtisch. Genau, und ich hoffe, euch demnächst wiederzusehen bei mir im Stream. Und wenn ich wieder an meinem neuen Projekt dann sitze, ich wünsche euch alles Liebe und bis demnächst, ihr Guten. Thank you.